Was lange währt, wird gut. Und so mussten die Grimmer mehr als 2 Jahre warten, bis sie die Fertigstellung ihrer Hochwasserschutzanlage feierlich begehen konnten. Fertiggestellt wurde sie bereits 2019. Am 13. August 2022 mit dem Fest Alles am Fluss war es dann soweit. Ja, heute jährt sich das Hochwasser zum 20. Mal. Ich bin schon froh, erstmal, dass wir heute kein Hochwasser haben und dass aber so eine Stadt wie Grimmer geschützt haben. Die Fertigstellung ist ja schon einige Zeit her, aber es ist immer wieder begeisternd, wenn man Leute hier durch die Hochwasserschutzanlage führt und denen zeigt, was hier entstanden ist. Also ich bin sehr zufrieden. Grimmers Hochwasserschutzanlage fügt sich gefühlvoll in die Stadtsilhouette ein. Dafür wurde sie am 12. Juli 2022 mit dem Sächsischen Staatspreis für Baukultur prämiert. Stolz darauf ist auch der Leiter des Projektes, der in der 12-jährigen Bauzeit der Flutschutzanlage Höhen und Tiefen erlebte. Zwischendrin gab es tatsächlich bei der Herstellung der Horizontalfilterbrunnen, das ist hier, wo man diese Schächte da sieht, wo das Grundwasser dann sozusagen der Mulde zugeleitet wird, hatten wir zwischendrin tatsächlich die Sorge, dass die technische Lösung nicht realisierbar ist mit den ganzen Gesamtumständen. Und das wäre dann sozusagen das K.O. fürs Projekt gewesen, weil das nicht kompensiert worden wäre. Sozusagen der positive Aspekt ist, wir haben es gelöst, das ist genauso gebaut worden, wie wir gedacht haben, und die positiven Effekte sind dann Tage wie diese oder wenn man einen Preis kriegt. Oder eigentlich schon jede Führung, die ich mache und sozusagen das positive Feedback bekomme. Thomas Zechendorf gehörte auch zu den Ehrengästen des Empfangs auf dem Klosterhof zwischen Klosterkirche und Gymnasium. Hier begrüßte Grimmers Oberbürgermeister Matthias Berger neben Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer auch weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Feuerwehr und THW. Grimmer ist glücklich. Die Anlage bietet Schutz, keinen absoluten Schutz, aber einen erheblichen Schutz. Und städtebaulich, und da sind wir bei dem oft zitierten, jede Katastrophe hat ihre Chance, ist es so gewesen, dass wir die Gelegenheit natürlich genutzt haben. Und da stehen wir hier ganz exemplarisch, denke ich, in diesem wunderschönen Hof. Haben wir es geschafft, städtebaulich einige Dinge zu bereinigen. Ich sage Roggenmühle, altes Seminar, alles Dinge, die ohne Hochwasserschutzanlage nicht in Ordnung gekommen wären. Bis heute hier dieser Platz, den wir übrigens heute das erste Mal nutzen. Hier ist so ein eine Indoor-Bühne entstanden. Genau genommen stehe ich eigentlich auf der zweiten Ebene des Hochwasserschutzes. Unter mir sind nämlich die Planken, die im Falle eines Hochwassers in den Toren hinter Ihnen eingesetzt werden würden, wenn es notwendig wäre. Aber das kann man eben auch als Bühne bauen. Insofern hat das gleich einen doppelten Effekt. Eine ganz tolle Geschichte. Und somit ist eben bewiesen, in jeder Katastrophe liegt eine Chance. Das Thema Flutschutz war ein Bestandteil der Rede des Grimmer Stadtoberhauptes, ein weiterer die aktuelle Lage zum Ukraine-Konflikt und die Auswirkungen für dieses Land. Auf das Thema ging auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ein. Wir berichten darüber zu einem späteren Zeitpunkt. Zum Thema Hochwasserschutz sagte Kretschmer: Wir müssen mit Demut umgehen. Die Natur wird immer stärker sein als der Mensch. Aber diese Flutkatastrophen, die wir erlebt haben, haben dafür gesorgt, dass wir ein gutes Vorwarnsystem haben. Ich glaube, das Beste in Deutschland. Es ist wichtig, dass wir natürlich auch darauf Rücksicht nehmen, wenn Warnungen kommen vor Starkregen, vor Hochwasser. Und wir haben an vielen Stellen investiert in den Flutschutz. Hier in Grimmer kann man das in einer wirklich wunderbaren Art und Weise sehen. Ich glaube, nirgendwo ist es so gut gelungen, Stadtansicht und Flutschutz zusammenzubringen. Es ist ein auch ingenieurtechnisches Meisterwerk. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eröffnete der Ministerpräsident den Naturerlebnispfad unterhalb des Stadtwaldes auf der anderen Seite der Mulde. Baumarten, ein Insektenhotel, Tiermemory und einiges mehr können dort bestimmt, bestaunt oder bespielt werden. Das Rahmenprogramm fernab und nahe der Hauptbühne an der Klosterkirche war sehr vielfältig. In der Klosterkirche ein Wohnzimmer aus dem Jahr 2002. Im Fernsehen liefen Bilder von der Flutkatastrophe aus den Archiven von Muldental TV. Bilder, die auch 20 Jahre später nichts von ihrer Aussagekraft verloren haben. Zeitungsartikel fanden sich einige Meter weiter. Das Mehrgenerationenhaus lud mit seinem Stand zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein. Der Erlös geht an die Flutopfer im Ahrtal. Ein Schiff wird kommen, das reicht in Grimmer nicht, denn die Besucher des Festes waren aufgerufen, viele kleine Schiffe zu basteln, um damit später ein Zeichen zu setzen. Auf dem gut 5 Kilometer langen Rundkurs von Brücke zu Brücke flanierten Menschen über Menschen. Interessierte blieben an den Ständen stehen. Sport und Spiel gehörten genauso dazu wie Straßenmusik zwischen Rudervereinsgebäude und Hauptbühne.
Künstler wie Josephine Lehmann und Isabel Reimann oder Saxophonspieler Felix Krause sorgten hier unter anderem für das Programm. Auf der Hauptbühne lief indes eine der drei Gesprächsrunden des Tages. Hier kamen Krimmerer zu Wort, die mindestens eine der Hochwasserkatastrophen nicht nur miterlebten, sondern auch teilweise davon betroffen waren. Optiker Uwe Müller, Pfarrer Thorsten Merkel und Jana Gerund, die Chefin von Muldental TV, erinnerte sich. Wir haben die Häuser zusammenstürzen sehen in der Paul-Gerhardt-Straße. Ja, und dann sind wir auf dem Boden und aufs Dach und haben nach dem Hubschrauber gewunken. Hatten wir noch andere Leute im Haus, eine Frau unter anderem, die keine Beine hatte. Und es kam immer nur dieser Hubschrauber, wollten nur ein Seil runterkam, was ich ganz furchtbar fand. Und mein Mann hat aber immer den Hubschrauber wieder weggeschickt, weil eben diese Frau ohne Beine, das ging ja nicht und mein Sohn ging auch nicht. Und da kam dann irgendwann ein Hubschrauber, wo da so ein, jemand von der Armee mit runterkam ja. Und die mit hoch. Also es war furchtbar. Sicher, wenn man die Bilder sieht, aber wenn man da durch den Schlamm gewartet ist, dann hat man das so richtig erkannt. Meine Tochter rief mich an und sagt, Mutti, in Krimmer, das sieht aus wie im Krieg. Mhm. Wie im Krieg. Und da sind wir zum Glück ein ganzes Stückchen weit weg. Aber das muss man sich irgendwo vergegenständigen. Und diese Nachbarschaftshilfen, diese Hilfen von Studenten, von Leuten, die von sonst woher gekommen sind, um hier mit anzufassen. Mhm. Es stand damals ein großes weißes Zelt auf dem Marktplatz. Da wurde koordiniert, wo braucht wer Hilfe, die konnten sich dort anmelden. Und dann kamen die Leute da mit Schaufeln und Spaten und Stiefeln und so weiter und haben gesagt, wo können wir hingehen, kriegten den Zettel, die Adresse. Und dann sind die dahin und oft sind da Freundschaften entstanden, die heute noch bestehen. Das sagte Angelika Salat, die frühere Leiterin des Sozialamtes der Stadt Krimmer. Das Geschehen auf der Hauptbühne und Filmbeiträge zum Flutschutz konnten Interessierte an der Pöppelmannbrücke über eine LED-Wand verfolgen. Die Brücke entfaltete sich an diesem Tag zum vielleicht größten Freisitz der Welt. Ihre Geländer schmückte eine kleine Fotoschau, interessiert blieben die Besucher stehen. Auf der Ostseite der Steinbrücke befand sich die Blaulichtmeile. Die Polizei, der Ortsverband des THW Krimmer, die Feuerwehr und das DRK Muldental präsentierten hier Technik und verschiedene Mitmachangebote. Ein Hingucker nicht nur zum Fest ist die Fotoausstellung Wasserzeichen des Kunst- und Fotovereins Krimmer in der Nähe der Hängebrücke. Diese besuchte auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Am Stadtstrand auf der Aktionsfläche des Angelverbandes präsentierte sich auch der Anglerverein. Tagsüber bestimmten Angler hier Fischarten. Abends lief gleich nebenan die Disco unter dem Motto Flussrausch. Mehrfacher musikalischer Hauptakt auf der Hauptbühne war die Oldie Live Band aus Leipzig. Sie sorgte zwischen den Programmpunkten für die musikalischen Höhepunkte. 20.30 Uhr war es dann soweit, Kinder ließen auf Booten der Krimmer Wasserwacht die gebastelten Papierboote zu Wasser. Mit dieser Aktion wollte die Stadt Krimmer zeigen, dass die Mulde für die Stadt an Gefahr verloren hat. Die Drohnenshow mit 50 Kleinstdrohnen mit Lichtpunkten bildete den Höhe- und Schlusspunkt des Bürgerfestes. Die Drohnen flogen über die Mulde zwischen Hauptbühne und Steinbrücke. Sie präsentierten über dem Fluss eine 15-minütige Himmelslichtershow.